Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich zeige Ihnen heute einen kleinen Neuzugang bei Ford. Und zwar hat unser altbewährtes Familienmodell, der Ford Tourneo Connect, eine neue Version erhalten und die stelle ich Ihnen heute vor. Unser neuen Tourneo Connect gibt es wie bei Ford gewohnt in verschiedenen Ausstattungsvarianten. Diese unterscheiden sich optisch relativ stark voneinander. Es gibt den Titanium, Active bis hin zum Sport. Wir stehen hier gerade vor einem Tourneo Connect Active. Das erkennt man daran, dass wir hier einen richtig schönen großen Kühlergrill haben, dunkel abgesetzt. Das geht hier unten einmal weiter, damit das Ganze ein bisschen offroadiger aussieht. Und an der Seite die Radkastenverkleidung und die Felgen, die sehen auch ein bisschen robuster aus, als könnte der ein bisschen besser durchs Gelände gehen. Gleichzeitig ist er noch ein bisschen höher, das dafür sorgt, dass wir ein bisschen mehr Bodenfreiheit haben. Neben dem neuen Interieur, das ich Ihnen gleich einmal zeigen werde, haben wir beim Tourneo Connect wie gewohnt massig Platz, eine schöne zweite Sitzreihe sowie eine dritte Sitzreihe optional, sodass Sie mit Ihren Kindern zusammen einen schönen Urlaub verbringen können. Gleichzeitig sehen wir hier einmal ein komplett überarbeitetes Interieur mit neuen Anzeigen, einem schönen Navigationssystem, alles sehr, sehr übersichtlich gehalten und mit sehr, sehr viel Platz und Ablageflächen. Wie Ihnen vielleicht schon aufgefallen ist, stehen wir hier vor dem Grand Tourneo Connect, das bedeutet der langen Version. Da haben Sie ein bisschen mehr Platz hinten hinter einer dritten Sitzreihe, die sowieso optional ist. Das heißt, wenn Sie vielleicht einen Hund haben oder noch einen Kinderwagen zusätzlich zu Ihren Kindern oder Mitfahrern, können Sie einfach hier nochmal ein bisschen mehr verstauen. Die dritte Sitzreihe übrigens kann man auch komplett entfernen, damit Sie extrem viel Platz haben. Abgesehen vom Grand Tourneo Connect haben wir aber auch noch eine Kurzversion, die steht direkt nebenan. Und dort haben Sie natürlich die Möglichkeit, ein eher kompaktes Auto zu haben, das leichter in der Stadt zu manövrieren ist. Sie sehen direkt auch, der Kofferraum unterscheidet sich ein kleines Stückchen davon. Aber wie gesagt, die dritte Sitzreihe können Sie trotzdem noch entfernen und haben dann wirklich wie gewohnt sehr viel Platz in Ihrem Auto. Ich hoffe, Ihnen hat diese kleine Vorstellung gefallen. Wir freuen uns darauf, Sie persönlich bei uns im Ford Rahmenbock kennenzulernen. Bis zum nächsten Mal.